Unglaublich. Ich mache da Druck auf den Knopf drauf und es kommt ein Auto. Schaut mal, wie das Gestein in dieser Felswand da gefaltet ist. Ja, neugierige Kuhherde mit Kälbchen. Ist da 06B und daneben grün 655. Hallo und Grüße aus Annaberg in Niederösterreich. Ich bin Vlad dabei und heute geht es auf die 6. Etappe vom Kreistaler rund an der Weg 655 und da nehme ich euch auch mit. In gewohnter Tradition, weil sonst frisst uns nämlich der Verkehr auf. Denn wir stehen da mitten auf der Mariazeller Bundesstraße oder vielleicht mitten oder zumindest stehen wir am Rand. Nach ungefähr 500 Meter auf Asphalt entlang der Straße kommen wir jetzt zu einer bekannten Abzweigung, nämlich in Richtung Annaberger Haus. Annaberger Haus auf dem Tiroler Kugel in 1,5 Stunden ist da angeschrieben. Naja, sehr großzügig, aber nicht von oben, sondern von da. Ne? Das ist aber, weil es dann nordseitig dahin geht. An diesem Sommermorgen noch erstaunlich kühl und angenehm. Am Gescheit gibt es einen Rastplatz, allerdings in der vollen Sonne, was vermutlich bei der Jahreszeit nicht so populär sein wird. Tiroler Kogel, Annaberger Haus, 1 Stunde. Schau. Und Dürnitz 4 Stunden. Jetzt sind wir südseitig, und damit überall dort, wo die Sonne hin kann. Nein, das ist schon ordentlich zu. Schauen wir mal, was da für schöne Aussicht ist. Achtung, Lawinengefahr. Ja, jetzt hoffentlich bis da auf diese Nase war es fast durchgehend. Seiten gescheit, ziemlich steil. Jetzt ist es ein bisschen moderater. Und Gott sei Dank immer noch im Schatten hauptsächlich. Das wäre jetzt bei wirklicher Sommerhitze auf für echte Vloggerei. Annaberger Haus, Tiroler Kogel. Die 655er Markierungen sind auffallend zurückhaltend. Gell? Schaut mal, wie das Gestein in dieser Felswand da gefaltet ist. Hinauf, hinunter, wieder hinauf, zickzack. Ich bin kein Geologe, aber trotzdem fasziniert. Noch nicht ganz 50 Minuten ist da im Graben ein Bankerl erreicht. Da sind wir schon deutlich mehr als die Hälfte von dem Anstieg jetzt gegangen. Und da ist Zeit für eine kurze Trinkpause. Und zumindest ein bisschen eine Aussicht. Wer da nicht durchgeht, der ist eine Kuh. Es gibt natürlich auch günstigerweise daneben ein Türchen. Und jetzt beginnt da der Aufstieg über die Wiese. Schau. Da hinauf auf den Tiroler Kogel. Dort, wo der Berg aus ist, ist die Hütte. Annaberger Haus, 20 Minuten. Der Anstieg am Schluss da über diese Almwiesen, die sind ja direktissima. Wer möchte, hat da noch auch auf den letzten Metern Rastmöglichkeiten in Form von ein paar Bankerl. Sieht man immer in Richtung der Skipisten am Hennesteck und da merkt man, sind schon hübsch auf gleicher Höhe wieder drüben. Ja, direktissima hin oder her, da erreicht man dann wieder den Vorweg. Und den nimmt man jetzt auch der Bequemlichkeit halber. Sieht man Schneeberg. Da im Vordergrund, ein bisschen felsig mit Aufbauzäunen, ist der Gipfel zum Sehen, wo wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit gewesen sind. Da hat man da diesen breiten Rücken, das ist der Göller. Ja, und wenn man die Aussicht gehabt hat, dann ist man eigentlich auch schon da. Bergfrei vom Tiroler Kogel mit einer umfassenden Aussicht. Eisenstein und da drüben dieser markante Buckel, der Hohenstein. Da haben wir Muckenkogel, Hinteralm, Weißalm zum Sägen, alles da. Ja, das andere hätten wir vorher schon besprochen. Ne? Und für uns geht es dann da über den Kamm raus, ne? In Richtung Dürnitz. Eigentlich hätten wir uns dann einen Stempel nehmen können. Ne? Mhm. Wollen wir das? Hast du das mit? Das Bierchen habe ich mit, ja. Hochinformative Tafel, Tiroler Kogel Eiver. Unser Abstieg ist da 06B und daneben grün 655. Von Ulrichsberg über Wald ist der Ursprung zum Annaberger Haus, ja, und dann aber auch weiter, oder? Ja, das schau her.
Weg 655, Dreisenthaler Rundwanderweg, Route Wilhelmsburg, Lilienfeld, Dreisalpe, Dürnitzer, Höger, Sankt Gilt, Gipfelgäuler, Dürnitz, Eisenstein, Hohenstein, Wilhelmsburg. Circa 147 Kilometer, circa 7900 Höhenmeter, schwierig. Ja, das sind sogar mehr als 147 Kilometer. Wir haben uns jetzt am anderen Bergerhaus gestärkt und jetzt geht's weiter in Richtung Österleinbrunn, Kanahochspitze und nach Dürnitz. Und das ist da vorne. Ich glaube, bei der ersten Kurve kann man da über das Almgelände drüber und an den Kühen vorbei. Das hat den Wald ganz weit gebeutelt. Dort, wo von vornherein gar kein Wald beabsichtigt war, ist ein wunderschönes Almgelände. Ne? So, da diese ersten 20 Minuten, die wir da von Annabergerhaus hergegangen sind, die sind eine ganz hervorragende Kiste. Nach Dürnitz ist da angeschrieben mit 3 Stunden. Das ist sehr großzügig. Außer man macht irgendwo eine größere Rast. Da geht es zum Beispiel dann noch auf die Kanahochspitze hinauf. Das werden wir uns heute noch anschauen. Vielleicht machen wir das einmal, weil der Wanderweg wird es eigentlich umgehen. Geht man auch auf grasigen Boden, ganz beschwingt und federnd dahin. Na, das ist schon was Nettes, oder? Schau, auffällig klein ist der Baum für die Standdicke. Ich glaube, da ist was Gröberes passiert. Ich glaube, dass das, was da abgebrochen ist, da vorne liegt. Wunderbarer Abschnitt, geht da zu Ende, wo das Gelände immer steiler wird. Da tritt man jetzt nämlich von der Wiese in den Wald ein. Ja, geht es tatsächlich über ein Mäuerchen hinunter, das soll man gar nicht glauben. Im Bereich vom Sterngasl hat man einen schönen Aussichtspunkt. Darf man allerdings keinen Schritt zu weit gehen. Auf dieser Anhöhe, auf dieser Lichten, das wäre der Eisenstein, da wäre die Seitnerhütte oben. So, der Weg hat sich eh längere Zeit verbissen gewehrt, aber jetzt führt an der Forststraße kein Weg vorbei. Und da schaut 06B aus.
der ja angeblich auch der 655er sein soll, war da für oben. Das ist eine Fahrstraße, die man mit Gleisschotter gemacht hat. Spannend. Immer noch Gleisschotter, aber zum Glück. Höhenweg ever. Ja. Geht aber weg von der Höhe, oder? Gemein. Ja, damit beginnt jetzt unser Abstieg zum Österleinbrunn, wo sich Bergrettungshütte befindet. Und der ist jetzt durch finsteren Fichtenforst. Aufgrund dieser Fichtennadeln ist dann zum Aufpassen, rutscht man teilweise. Macht ja gar nicht so viel Spaß, also kommen wir da schon hinaus und haben den Abstieg dann durch den finsteren Fichtenforst auch schon wieder hinter uns. Na schau, das Elend hat ein Ende. Da war ich das aus. Dann fängt uns eine frische Brise über den Sattel drüber. Österleinbrunn-Diensthütte. Na schau, vorbei am Schafkogel, Karlahofspitze und dann geht's da 06B runter, geradeaus in Richtung Dürnitz. Rollerkogel, Dürnitz, Eibel, schau da. Ein Baum noch in Betrieb, aber unten schon arg ausgehöhlt. He? Und da hat einer geheimert. He? Ist du narrisch und der Baum hat Harz produziert, wie böse. Dürnitz, 2,5 Stunden war da angeschrieben, na gut. Und was ist da angeschrieben? Einbahn. Aha. Ja, da in der Umgebung des Schafkogels finsterer Fichtenforst mal wieder. Zum Glück wäre der finstere Fichtenforst nicht mit. Und wir gelangen auf ein Wiesel, von dem aus jetzt, sag ich mal, ein neuer Anstieg ruchbar wird, wenn man den auf sich nehmen will. Da kommt nämlich die Karner Hochspitze. Gerade, wenn wir so wie heute mal im Hochsommer zum Glück stabile Verhältnisse haben. Das war uns bis jetzt auf dem Weg eh nur ganz selten beschieden. Da haben wir viele, viele Wochen warten müssen, damit es an zwei Wochenenden in den Hochgebirgsabschnitten so einigermaßen geklappt hat. Nix, da vorne der Mugel ist die Karner Hochspitze. Drüben sieht man jetzt den Dürnitzer Höger, dann sieht man Stadelberg, Linzberg, Baulmauer, auch da sind wir gewesen. Ja, hinter mir gibt es eine schöne Rückschau. Von dem großartigen Almgebiet dort sind wir abgestiegen und es ist schon wieder ein ganzes Stück hinter uns geblieben. Ja, da im Bereich der Karnerhochspitze. Da gibt die Gegend auch nochmal alles und vor allem diese Steiglein ist in wirklich gutem Zustand. Ich würde behaupten, dass wir da am höchsten Punkt des Weges jetzt einfach abzweigen und da noch aufsteigen auf den Großmogel, weit ist es ja nicht. Ja, von der Seite gibt es die ganz zahm, da ist die Karnerhochspitze gar nicht so spitz, sondern eher rund. Ja, Abstecher weniger als 3 Minuten. Der Karnerhofspitze. Genau da, wenig ausgeprägt, trotzdem schön. Da haben wir Gemeindealpe, da haben wir Dürrenstein und Ötscher. Da sieht man noch den Schneeberg schon. Und wie gefällt dir die Tour bis jetzt? Das ist gut, gell? Einfach eine schöne Etappe, ein schöner Abschnitt. Es ist halt sehr schade, dass uns diese Tour insgesamt unter keinem besonders guten Stern steht, weil uns leider ja wieder mal die Julius Seidner Hütten zugesperrt hat. Mhm. Und man demzufolge dort nicht nächtigen können. Das heißt, dass wir heute nur bis Dürnitz machen können und nicht mehr aufsteigen auf den Eisenstein. Ja, aber trotzdem, dafür hat sich da der kleine Abstecher zur Karnerhofspitze schon aus. Wir verlassen nach kurzer Rast wieder die Karnerhofspitze. Das ist nochmal der letzte wirklich ganz schöne Aussichtspunkt, bevor wir jetzt einen fast durchgehenden Abstieg nach Dürnitz beginnen.
Ja, wir verlassen die Wiese 1 über diesen Kuhtrieb da. Na, das ist aber eine wohlgerade Konstruktion. Puh, bist du neugierig? Na gut, ist auch schon was abgebrochen wahrscheinlich. Da haben wir andere Äste gehabt, da auch schon. Sichtbar deutlich, da hat schon alles Mögliche gekommen. Die ganze Zeit über im Blick das Ziel der morgigen Etappe, beziehungsweise das letzte große Gipfelziel, das man da jetzt hat, nämlich den Hohenstein. Ja, neugierige Kuhherde mit Kälbchen. Die haben wir jetzt natürlich umgangen, die sind zufälligerweise genau am Weg gestanden und hat gut funktioniert. Schon haben die Kühe das Gefühl gehabt, dass ihnen niemand was Böses will. Ja, die Überschreitung von Annaberg nach Zürnitz, die hat auch dann was, wenn man nicht vorhat, den 655er zu begehen. Das ist eine richtig schön aussichtsreiche und wenig anstrengende Tour. Und über weite Strecken schaut die Geschichte halt dann so aus. Ja, jetzt war's mit dem Almgelände ein Ende. Und geht da in den Wald hinein am Kamm entlang. Gut markiert. Hätte man sich ja traut. Neues Leben auf alten Baumstamm. Denkt man, es ist schon schief gegangen. Leider Gottes. Dann, aha. Da gibt es noch Triebe. Spannend. Offensichtlich eine Esche. Hä? Ja, liegt dann da am Boden auf, bildet da über eine weitere Triebe und hat da auch noch jede Menge Betrieb. So, das hat sich jetzt zu einem forschen Abstieg entwickelt. Wir sind da inzwischen im Buchenwald. Markierungstechnisch gibt man sich da keine Blöße. Sowohl im Abstieg als auch im Aufstieg ist da fast jeder Baum angekabelt. Ja. Der Eibel stand auch drauf auf den Karten, die es in der Umgebung gibt. Das Eibel, da gibt es die Theorie dazu, dass das einfach ein verschliffenes Alpel ist. Und dann wäre es natürlich das Alpel. Naja, also der oder das Eibel. Zum ersten Mal auf dieser Etappe ein ganz ein altes 655er Schild, siehst du das? Da? Ja. Tatsächlich verblasst, ich weiß nicht, ob die Kamera das überhaupt sieht. Wir wollen hinunter nach Dürnitz und da hat auch jemand dankenswerterweise 6220 und 655 eingetragen. Also, unser Abstieg beginnt. Tönitz. Da haben sie uns jetzt einen Baum aus dem Weg geräumt, der da quer über den Wanderweg ging. Entweder haben sie ihn eh selber geschlägt, aber auf jeden Fall ist er ungünstig gelegen. Zum Glück waren sie da alle sehr freundlich. Weil das wäre blöd gewesen, wieder umdrehen, bevor es arbeiten. Achtung, Weidevieh! Halten Sie unbedingt Distanz, Muttertiere schützen Ihre Junge. Da gehen wir hinunter, gehen wir da sind die Kälber, gell? Ja, na, da gehen wir hinten vorbei, gell? Das sind aber liebe Kälber, die du da hast, gell? Die sind hübsch. Ja, jetzt ist es nicht mehr weit. Vielleicht ein Kilometer von da aus, hm? Jetzt hat uns halt der Güterweg Asphalt, oder der Hofzufahrt da. Das war uns aber natürlich allen klar, dass irgendwann einmal am Weg natürlich der Asphalt beginnen wird. Trotzdem ist das landschaftlich noch recht lieb. So, Dürnitz über Eibel, Talstation 40 Minuten, Dürnitz 20 Minuten. Na, was lässt du lieber gehen? He? Dürnitz 20 Minuten, oder? Ja. Glaube ich auch. Ja, wirst aber lachen, es ist auch der richtige Weg. Okay. Das ist das Skateboard an den Nagel hängt. Ja, also das Tourfazit, es ist eine Rastetappe jetzt, was die Kilometer betrifft. Aber trotzdem ist es eine ehrliche Arbeit, wenn man da jetzt rechnet, 15 Kilometer, einen entsprechenden Höhenunterschied.
ist landschaftlich sicher eine der schöneren Etappen, einfach deswegen, weil es durch so ein wunderbares Almgebiet geht mit immer wieder einer herrlichen Aussicht. Ganz hell und klar und eigentlich schon ein richtiger Fluss, wenn man ehrlich ist, oder? Da ist sie, die Dreisen. Falkenschlucht, Ulreichsberg, Mariazell, 7 Stunden, Dürnitzerhütte, 3,25 Stunden da hinein und Dürnitz in 15 Minuten nach links. Wir kommen allerdings vom Annaberger Haus, das da in 4 Stunden angeschrieben ist und Annaberg in 5 Stunden. Offiziell ist Dürnitz hier erreicht. So, dann müssen wir noch über den Bach drüber. Und auch die nächste Querstraße darf man noch nicht mehr. Eine weiter noch. Na schau, Dürnitz Zentrum, 5 Minuten, Bus und Parkplatz. Großartig. Da wollen wir hin. Und Reisenthaler Rundwanderweg, Eisenstein, Julius Seitner, Hütte 655. Dort geht's für uns auf der nächsten Etappe weiter. Die Mama hat ein Bankerl später, ist sie unaufhaltsam. Ja, wir sitzen auf unserem Bankerl, wieder einmal auf dem Bankerl beim Hotel Goldener Löwe mitten in Dürnitz. Also das war es jetzt von der sechsten Etappe vom Dreisenthaler Rundwanderweg 655 von Annaberg über den Tiroler Kogel nach Dürnitz. Weiter geht es für euch hoffentlich auf der siebten Etappe vom Dreisenthaler Rundwanderweg. Und falls ihr da doch nicht weiter zwischen wollt, dann ich bin platt dabei und vielleicht sieht man sich einmal auf einer anderen Tour. Das ist ja wirklich zum Schreiben. Unglaublich. Ich mach da Druck auf den Knopf drauf und es kommt ein Auto. Ist da schön. Oder war es da schön, wenn nicht so viel Verkehr war. Das ist ja wirklich arg finster. Ha? Eine sehr trostlose Gegend. Deswegen auch 30 Tage Rundwanderweg, weil ja um die Dreisen rund um und um gingen. Meldestelle, ja. Man könnte mal melden, wenn wer da wäre. Der Schweißfußweg. Ja, unsere können es auch nicht sein. Auf der vierten Etappe, oder? Sogar auf der dritten Etappe, genau. Komme ich gerade schon mit den Etappen durcheinander. Ich denke, das ist gut genug, oder? Hast du was zu sagen? Nein. Nein, jetzt bist du beleidigt, gell? Ja, genau. Was es aber gibt, ist ein Sattelbuch. Tränk genehmigt und sind ganz freundlich aufgenommen worden. Der Eisenstein ist erreicht mit seinem Gipfelkreuz und einer, naja, umfassenden Aussicht. Der Hohenstein.